Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus, Grüezi und Hallo und Willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einer iOS App. Eine App, die ich glaube mit einem der letzten Updates standardmäßig wahrscheinlich installiert wird. Die Rede ist von Apple Music Classical. Gibt es momentan nur für das iPhone tatsächlich, warum auch immer. 16,6 Megabyte groß, erfordert iOS 15.4 oder neuer, gratis. Und bei 599 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 3,755 Sternen. Gratis in Anführungsstrichen. Die App an sich ist gratis, allerdings braucht ihr ein Apple Music Abo, um die App zu nutzen. Was macht die App? Hol dir die App, die speziell für Classic entwickelt wurde, ohne zusätzliche Kosten für Apple Music AbonnentInnen. Finde jede Aufnahme sofort im größten Classic-Katalog der Welt mit einer auf das Genre zugeschnittenen Suche. Genieße in den höchsten verfügbaren Tonqualität High-Res Lossless mit einer maximalen Auflösung von 192 kHz, 24 Bit und höre Classic-Favoriten in 3D-Audio wie nie zuvor und das alles ohne Werbung. Also, ihr könnt ja über die Standard Apple Music App auch schon klassische Musik suchen, hören etc. Und Apple hat jetzt halt die Apple Music Classical App rausgebracht, also vor einiger Zeit. Und da könnt ihr halt nur klassische Musik haben. Ich bin kein Apple Music Abonnent, habe da also auch irgendwie überhaupt gar keine Playlisten drin oder so. Ich habe das irgendwann neulich, gab es mal einen Monat umsonst, habe das mal ausprobiert. Funktioniert sehr gut, sehr zuverlässig, sieht typisch Apple halt auch irgendwie ganz hübsch aus. Alles AirPlay und so weiter habe ich nicht, konnte ich nicht ausprobieren. 3D-Audio konnte ich auch nicht ausprobieren, aber hätte ich ein iPhone als Standardgerät oder iPad in diesem Fall, nicht, ist ja nur eine iPhone-App. Hätte ich ein iOS-Gerät als Standard-App und hätte ich auch einen Apple Music-Abo, ja, dann hat man halt auch wahrscheinlich die Apple Music Classical App irgendwie in Verwendung oder auch nicht, je nachdem, welchen Musikgeschmack man da so hat. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.